Also wenn ich einen Film sehe, ich achte auf die Special Effects, ich achte auf die Figuren, seien es irgendwelche Fantasy-Filme mit irgendwelchen Kreaturen, wie die gemacht werden. Und dann kommt es auch vor, dass ich dann nach einem Film oder nach einer Serie erstmal gucke, gibt es dazu ein Making-of, wie haben die das gemacht oder so. Willkommen zurück in unserem Studio für Digital, heute wieder mit einem unserer Mitarbeitenden, nämlich Marvin. Hi Marvin. Hallo. Alles gut bei dir? Sehr gut. Sehr schön. Marvin, erzähl doch mal, was ist deine Position hier bei Go4it und wie lange bist du schon dabei? Ja, ich bin der Designer hier im Haus und bin seit 2022 hier fest angestellt. Arbeite aber schon seit ungefähr 2015 mit Go4it zusammen. Als freier Mitarbeiter habe ich Messestände visualisiert, Bühnen visualisiert, Grafiken erstellt und ein bisschen bei der Website mitgearbeitet. Und was macht dir dabei am meisten Spaß? Ja, also ich habe Design studiert, Kommunikationsdesign, im genaueren Objekt- und Raumdesign. Und habe halt da schon im Studio so meine Liebe für 3D-Programme gefunden und erstelle gerne neue Welten, sag ich mal. Ne? Also irgendwelche Räume, Messestände, Objekte. Das mache ich halt total gerne und für diese Branche ist das halt ein sehr wichtiges Tool. Das ist ein cooler Gedanke, dieses neue Welten einfach erstellen. Gibt es da etwas, was dich besonders dran reizt? Machst du das vielleicht auch privat, dass du dich einfach mal hinsetzt und dir was ausdenkst? Oder lebst du das einfach voll in deinem Beruf aus? Nee, also ich denke mal, jeder Designer, jeder, der kreativ arbeitet, macht es sowohl als Beruf als auch privat. Da verschwimmen dann so die Grenzen. Ne? Klar, also dann setzt man sich abends noch mal hin und dann probiert man irgendwelche Sachen in den Programmen aus, sei es in Photoshop, After Effects oder Cinema 4D und da macht man die Arbeit und natürlich auch irgendwelche eigenen Sachen, die einem gerade mal so einfallen. Daran merkt man ja auch die Leidenschaft von Leuten, wenn sie es halt nicht nur im Beruf machen, sondern sich auch privat hinsetzen wollen und einfach Neues ausprobieren wollen. Ja, ich denke, aber in dem Bereich geht es gar nicht anders. Also wenn ich jetzt nur beruflich irgendwie sowas machen würde, das wird gar nicht funktionieren. Stimmt. Und jetzt um mal vom Design ein bisschen wegzukommen, gibt es da noch andere Geschichten, die dich interessieren? Musik, Filme, Serien, was davon? Musik, Filme, Serien, ja, alles würde ich davon sogar alles sagen davon. Und auch gerade, auch da ist wieder diese Verbundenheit zum Beruf, hat halt alles immer damit zu tun. Also wenn ich einen Film sehe, ich achte auf die Special Effects, ich achte auf die Figuren, seien es irgendwelche Fantasy-Filme mit irgendwelchen Kreaturen, wie die gemacht werden und dann kommt es auch vor, dass ich dann nach einem Film oder nach einer Serie erstmal gucke, gibt es dazu ein Making-of, wie haben die das gemacht oder so. Ne? Spannend. Total spannend, weil ich kann es jetzt nur so ein bisschen projizieren. Ich habe ja nicht Kommunikationsdesign, sondern Wissenschaft gemacht. Und bei mir ist es mittlerweile so, ich gucke mir eine Werbung an und ich kann diese Werbung nicht analysieren. Ist das bei dir genauso? Ja, so ist es genauso. Ja. Also, cool. Da ist das Designergehirn auch bei Werbung. Ne? Man guckt natürlich und denkt auch immer, das hätte ich jetzt so gesetzt, das hätte ich jetzt so gesetzt. Bei dir ist dann eher der Marketinganteil da mehr drin. Bei mir ist es dann das Gestalterische. Oder wenn ich irgendwas sehe, irgendein Material, ich muss es auch sofort anfassen. Cool. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall auch sagen, das Musikalische, das merke ich immer. Wir sitzen ja an einer Büroinsel gemeinsam mit unserer dualen Studentin Justine. Und ihr seid total der musikalische Part im Berufsalltag, weil der eine stimmt dann eine Melodie an oder die andere erwähnt irgendwas und plötzlich habt ihr da so ein kleines Duett. Doch, also ich höre sehr viel Musik, auch alle verschiedensten Musikrichtungen und weiß nicht, mich kriegt man mit jedem Ohrwurm irgendwie, ne? Ja.
Ja. Ich warte ja auch noch auf die Go For It Band. Ne? Wir haben ja irgendwie so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so ziemlich jedes Musikinstrument, was man braucht hier in unserem Team. Wer weiß. Mhm. Was spielst du denn für ein Instrument? Ich spiele mehr schlecht als recht Gitarre. Ja. Und ja. Und was kriegen wir noch zusammen? Schlagzeug, meine ich, spielt Ali. Ali spielt Schlagzeug, Yannick spielt Bass, meine ich. Aha. Und Taka spielt auch irgendwas. Mhm. Justine singt, dann hätten wir auf jeden Fall auch eine Leadsängerin. Ja. Und dann bringen wir die vielleicht nächstes Jahr als nächstes Social-Media-Projekt an den Start. Die Go For It Band. Marvin, gibt es denn eine Superkraft, die du dir manchmal in deinem Job wünschen würdest, die es dir einfacher machen würde mit den Visualisierungen und so weiter? Ja, die beste Superkraft wäre natürlich Gedanken lesen. Ja? Ja, natürlich. Erklär mal, wieso. Also wenn ein Kunde was anfragt, was haben möchte, sich irgendwas wünscht, vorstellt, ist es eigentlich meine Aufgabe, Gedanken zu lesen. Und herauszufinden, was will der Kunde haben. Mhm. Also im Prinzip ist es ja nichts anderes, was ich mache. Ich versuche ja das zu erzeugen, was der Kunde sich vorstellt. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich Gedanken lesen könnte, wäre das, das stimmt. Genau die Superkraft, die ich bräuchte. Mhm. Ich will auch nicht zu viel spoilern, aber es gibt einen Mitarbeitenden, der hat sich die gleiche Superkraft gewünscht wie du. Ich dachte, der könnte Gedanken lesen. Nee, das, wobei vielleicht kann er ja und will es uns nur nicht verraten, weil er dann wüsste, was wir alle denken. Ist auch gefährlich. Würde ich mir nicht wünschen, also weder die Fähigkeit noch, dass jemand das bei mir anwenden könnte. Aber ich habe noch eine letzte Frage für dich. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch ein Gericht essen dürftest, könntest, welches wäre das? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Das ist die essentielle Frage hier. Ja. Spaghetti mit Tomatensauce. So einfach? So einfach. So schön. Das beste Essen. Tolle Antwort. So simpel kann es manchmal sein. Und ich würde sagen, wenn ihr noch was über Marvin erfahren wollt, schreibt es wie immer in die Kommentare. Folgt uns für mehr und ich freue mich schon auf das nächste Mal.